Willkommen zu Let's Test Harvest Moon – Eine Welt, dem neuesten Spiel, welches den Namen Harvest Moon trägt. Ich denke, das ist gut formuliert. Nintendo hat in den letzten Wochen dieses Spiel vermehrt in ihren Social Media Accounts beworben, auf Twitter, Facebook, Instagram. Und ich muss sagen, ich bin stolz auf die Nintendo Community, dass unter all diesen Tweets und Posts aufgeklärt wird, dass Harvest Moon heutzutage leider nur noch eine leere Hülle ist und das echte Harvest Moon, die echten Entwickler, ihre Serie weiterführen unter dem Namen Story of Seasons. Jetzt ist ein neues Harvest Moon erschienen, Harvest Moon Eine Welt, und daraufhin ein neues Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Und ich würde sagen, wir gucken uns beide hintereinander einfach mal an und vergleichen die ganz unbefangen. Die Geschichte, ich muss die Kurzform auch nochmal erzählen. Der erste Harvest Moon Teil erschien ja schon für Super Nintendo. In Japan originalerweise unter dem Namen Bokuyo Monogatari. Natürlich wollte man in den USA und in Europa das Spiel nicht Bokuyo Monogatari nennen, sondern man entschied sich für den Publisher Natsume. Hier entwickelt von Rising Star Games, da haben wir Natsume. Der Grund des Unheils, muss man fast sagen, tut mir leid. Also die Entwickler, machen wir die simple Fassung, die Entwickler waren schon immer das heutige Marvelous. Und die Publisher, die das Spiel vertreiben in den USA und Europa, waren Natsume. Natsume hatte also die Rechte am Namen und am Logo Harvest Moon. Ja. Und ja, so haben die es beibehalten. Es kam ein Spiel raus für Super Nintendo, das habe ich 2010 Let's Played. Dann für ein Game Boy, PlayStation, GameCube, GBA, DS. Ich glaube, bis zum 3DS, da gab es noch ein Spiel, das letzte. PSP sehe ich hier. Geschichten zweier Städte und A New Beginning. Das müsste das letzte Harvest Moon gewesen sein, das Marvelous entwickelt und Natsume gepublished hat. Dann, ja, haben sich die Entwickler nicht mehr so gut verstanden, muss man sagen. Ich weiß nicht, wer da zuerst, Streit entfacht hat. Es kam nur dementsprechend, dass Natsume gesagt hat, ja, dann machen wir halt unser eigenes Harvest Moon. Wir brauchen euch nicht mehr. Marvelous hat eben ein neues Spiel entwickelt und das heißt in Japan, denke ich, immer noch Bokuyo Monogatari. Aber es brauchte in den USA und Europa einen neuen Namen. Der lautet Story of Seasons. Da erschienen also direkt zwei Teile Story of Seasons für den 3DS. Und es gibt schon ein paar für die Switch, ne? Zuletzt das Remake, auch sehr eindeutig damit. Story of Seasons, Friends of Mineral Town, das ist halt ein Remake des GBA Harvest Moon. Also, Harvest Moon? Daraufhin hat Natsume halt ohne die Entwickler, Harvest Moon Entwickler versucht, weitere Harvest Moon Spiele zu machen. Ihr erinnert euch vielleicht an diese, man hat es genannt, Minecraft-artigen Harvest Moon-Spiele auf dem 3DS, weil die Blöcke so angeordnet waren. Habe ich letzt testet, da wusste ich noch nicht so ganz die Geschichte, bin ich ehrlich. Aber, ja, war halt nicht so geil und auch nicht auf Deutsch übersetzt teils. Und was dann rauskam für alle Plattformen, nämlich Harvest Moon, Light of Hope für Switch, PlayStation, Xbox, Steam, sah aus wie ein billiges Mobile-Game. Der liebe Musician kennt sich damit auch hervorragend aus und hat ein exzellentes Video dazu gemacht. Ich glaube, das hat sich mitverbreitet und ist Grund, warum heutzutage viele unter den Nintendo-Posts schreiben, Leute, aber Harvest Moon ist das nicht. Aber es kriegen halt trotzdem viele noch gar nicht mit. Deswegen nutze ich auch meine Reichweite, um zu sagen, eigentlich ist das, was heute Story of Seasons heißt, Harvest Moon. Es war halt nur ein A-Loch-Move von Natsume. Weil sie halt mit der Marke Geld scheffeln wollen. Wenn Leute sagen, ja, also ich habe früher gerne Harvest Moon gespielt und dann sehen sie im Laden, sehen sie im Laden, wisst ihr, Corona. Nein, sehen sie auf Amazon neues Harvest Moon für die Switch. Ja, toll, ne? Ja, viele bezeichnen Harvest Moon Light of Hope als den Tiefpunkt. Danach kam Harvest Moon Mad Dash, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Das bezeichne ich als Tiefpunkt. Aber sind wir fair? Es wurde angekündigt, mit diesem Spiel will man alles besser machen. Und das, da geben wir mal die Chance und gucken uns das 20, 30 Minuten mal an. Ersteindruck, erster Blick. Drück doch endlich auf neues Spiel, Markus. Ja, und wie gesagt, direkt im Anschluss, morgen oder wann, Let's Test, Story of Seasons, Pioneers of Olivetown. Olivetown.
Ich bin ein Junge. Ich sehe aus. Da machen wir jetzt keinen großen. Ja, ich bin blass wie sonst was. Ah, das sieht doof aus. Ich bin dann doch eher braun. Ja, passt eigentlich. Also von den Auswahlmöglichkeiten. Robert! Robert! Und am Ende werden wir ein Fazit ziehen. Ne? Also hier habe ich am Anfang die Geschichte erklärt. Falls da noch Fragen sind, ab in die Kommentare. Falls ihr euch denkt so, was? Was? Wusste ich noch gar nicht. Ja, wir klären gerne weiter im Detail auf. Ich bin geboren. Na gut, das geht wie immer nach Jahreszeiten. Sommer eigentlich, ne? Also Juni. Schwierig, das noch als Juni noch als Frühling zu bezeichnen? Nee, da war es schon oft ziemlich heiß. Kommt, wir gucken rein. Wir schauen mal, wie das Spiel beginnt. Weil repräsentativ ist es bei beiden jetzt nicht, ne? Harvest Moon oder Story of Seasons musst du halt eine gute Weile zocken, um den Spielspaß dahinter zu entdecken. Es ist ein Spiel, eine Serie auf jeden Fall zum Entspannen. Vor langer Zeit erblühte eine Welt reich an Rohstoffen unter dem Schutz der Erntegöttin. Große wie kleine Kreaturen streiften durch ihre grüne Landschaft. Obst und Gemüse gedieh das ganze Jahr über in Hülle und Fülle. Die Bewohner lebten in Frieden und Harmonie, dankbar für den Segen der Erntegöttin. Sie fechten bei Tagesanbruch, arbeiteten auf den Feldern, kümmerten sich um das Vieh. Übrigens, das Spiel erschien am 5. März 2021 für Switch und Co. Die Tage waren stets geschäftig. Und dennoch war jede Aufgabe nötig, um ein Leben in Wohlstand zu führen. Und wir wollen natürlich nicht Stardew Valley unerwähnt lassen, welches viele als die noch bessere Alternative betrachten. Im Pixel-Look das Ganze und braucht man ebenso Zeit, aber sicherlich ebenbürtig. Oder teils besser. Oft besser. Oh, Let's Play Markus, kommst du kurz zu mir? Bewege deinen Charakter, linker Stick, spreche mit der Person A-Knopf. Also einsteigerfreundlich ist es schon mal. Dann sag an, Mudders. Uns gehen langsam die Kartoffeln aus. Würdest du mit Doc weitere suchen? Hihi, es wäre toll, wenn du noch etwas anderes als Kartoffeln zu essen finden würdest. Aber sei vorsichtig da draußen, hörst du? Komm heil zurück. Ja, dann sag doch, was ich shoppen soll. Sonst komme ich nur mit Kartoffeln und Kinderschokolade nach Hause. Dann ernähren wir uns von Kinderschokolade. Warum haben wir nur ein Bett hier? Es gibt noch mehr Hinterzimmer, oder? Ja, ich sag mal so, Grafik ist jetzt nicht der hauptausschlaggebende Punkt, aber jetzt im Haus sah es besser aus als draußen. Doc Junior? Was ist das? Ich kann leider nicht mal erkennen, ob... Oh, wie seltsam. Ich weiß nicht, was ist das? Wer ist Doc? Ein alter, grauer Mann. Ohne Falten, also nicht alt. Ist ja auch Junior. Oh, wie seltsam. Ich war mir so sicher, dass die Verdrahtung richtig war. Was ist passiert? Oh, du bist Let's Play Markus. Ja, ich bin's, Let's Play Markus. Neues Saatgut. Da war kein Schnitt übrigens, der hat sich so stockig bewegt. Was für ein Tag. Steckst du deine Nase immer noch in diese alten Schinken? Hast du irgendwas Neues daraus erfahren? Nee, leider nicht. Nein, was? Naja, vielleicht später. Du denkst wirklich nur über dieses Buch nach, was? Hey, kein Grund beleidigt zu sein. Das ist doch die Wahrheit, oder? Komm, lass uns etwas zu essen suchen. Zumindest ein paar Kartoffeln. Haben wir irgendwie, der Text geht verdammt langsam. Habe ich irgendwo Menü, wo ich vielleicht auf Optionen komme? L, R, Z, L, Z. Ich zoome mal raus. Wird besser sein. Ich komme jetzt noch nicht in ein Menü oder Vergleichbares. Tja, was erwartest du denn? Als wir das letzte Mal hier gesucht haben, haben wir auch nichts gefunden. Schon wieder hungern. Der einzige Ort, wo du ein Gemüsebeet findest, ist dein Buch. Wie auch immer, wenn wir Zeit zum Quatschen haben, dann können wir auch nach Kartoffeln suchen. Was soll ich hier suchen? Anpflanzen! Sag nicht, dass du vergessen hast, wie das geht. Alte Feldfrüchte und andere Projekte. A-Knopf. Ja, Steine funktionieren so nicht. Oh, da wächst eine Kartoffel. Da wachsen sogar zwei Kartoffeln. Einfach so die Wildnis plündern, das macht Sinn. Oh, wie es aussieht, hast du eine gefunden. Natürlich ist es eine Kartoffel. Schon wieder so ein Moment, wo ihr euch denkt, der habt da bestimmt geschnitten. Nein, die bewegen sich so ganz
Aber die Musik bleibt gleich, das merkt ihr schon. Etwas anderes gibt es hier auch nicht. Ja, 2 Kartoffeln reicht auch. 3 Kartoffeln reicht, um ein Dorf zu verpflegen. Hey, wirst du denn sauer? Jetzt beruhig dich mal. Tomate? Kohl? Karotte? Nie gehört? Ist das Gemüse, über das du in deinem Buch gelesen hast? Ich sag's dir nur ungern, aber das sind Märchen. Sei realistisch, Kumpel. Hier gibt's nur Kartoffeln. Jetzt reiß dich zusammen. Wir müssen mehr Essen für deine Mutter finden. Das ist keine nachhaltige Lösung. Ich möchte es nur erwähnt haben. Hey, wo willst du denn hin? In diese Richtung gibt's keine Kartoffeln. Wirklich. Sag nicht, dass du vergessen hast, wie das geht. Achso, hier ist noch eine 4. Stark. Jetzt wollen wir da lang. Wo schaust du hin? Ich sehe überhaupt nichts. Hast du das nicht gesehen? Alles klar, Let's Play Markus, das Buch lässt dich schon Dinge sehen. Erntegeister, ja? Du meinst diese Geister, die beim Pflanzenanbau helfen? Wenn es Erntegeister wirklich gibt, dann könnten wir endlich an anderes Gemüse kommen. Welch ein Anblick. Ich habe dich noch nie so aufgeregt gesehen. Sag mal, habt ihr irgendwas gegen Kartoffeln? Da könnt ihr so viele verschiedene Sachen draus machen. Hast du wirklich einen gefunden? Schon gut, also schön ihm nach. Ach komm, alle 2 Meter laufen, nur um den nächsten Dialog zu triggern. Tatsächlich ein Erntewichtel. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es sowas hier gibt. Ja, das sieht mir nach einem Brunnen aus. Hat wohl jemand vor langer Zeit verwendet. Das komische Ding von vorhin ist neben dem Brunnen, sagst du? Ehrlich? Ich sehe gar nichts. Wenn du zu dicht rangehst, entwicht es bestimmt, weißt du? Es sieht sich die Eicheln an, sagst du? Vielleicht hat es Hunger? Warum schnappst du dir nicht 3 Eicheln und gibst sie ihm? In der Zwischenzeit behalte ich den Brunnen im Auge. Oh, verausgab dich nicht. Ja. Oh, wir bekommen Saat. Saatgut. Er hat dir etwas gegeben? Die sehen wie schwarze Perlen aus. Ich verstehe, das müssen irgendwelche Samen sein. Stell dir nur vor, so etwas Kleines kann zu etwas so Großem wie einer Kartoffel werden. Unvorstellbar. Warum versuchen wir nicht, die Samen selbst zu ziehen? Dann werden wir ja sehen, ob dieses alte Buch die Wahrheit sagt oder nicht. Du hast dir die ganze Mühe gemacht, Hilfsmittel zur Saatzucht herzustellen? Wann genau hast du das gemacht? Naja, das überrascht mich nicht. Also schön, wir werden versuchen, damit deine Samen zu züchten. Auf zu deinem Schuppen, Let's Play Markus. Ich benutze doch schon Head and Shoulders. Ja, eine Hake. Du hast eine Hacke? Hake und Hacke sind 2 Paar Schuhe, oder nicht? Toll, dann suchen wir uns ein paar Felder, auf denen Kartoffeln wachsen. Selbst. Na gut, mal sehen, was dein schlaues Buch dazu sagt. Um eine Saat aufzuziehen, muss man zuerst das Feld bestellen. Kleine Cheeseburger, Pommes. Ja, A-Knopf. Schon. Na, das sieht doch ganz gut aus. Als nächstes setzen wir die Samen ein. A-Knopf. Wähle Samen aus mit L und R. Rüben. Jetzt brauchen wir etwas Wasser. Oh, ich zeig dir, wo du es herbekommst. Zuerst brauchst du eine Gießkanne. Geh zum Schuppen neben deinem Haus und hol dir eine Gießkanne. Dann hol danach etwas Wasser aus dem Brunnen. Freunde, mehr Basic geht kaum. Hole Wasser an den Brunnen, A-Knopf. Also, aber ich habe die Gießkanne ausgewählt. Ich habe schon geschüttet. Oh. Alles klar, eine letzte Sache noch. Du musst jetzt nur noch Wasser auf die Samen gießen. Mit dem A-Knopf. Wenn sie leer ist, füll sie wieder auf. Wenn du Feldfrüchte nicht wässerst, sterben sie. Wässere die Feldfrüchte, bis du sie ernten kannst.
Wo sehe ich denn, wie viel... Ich habe jetzt jedes Mal geschöpft, okay. Und ich kann die auch gar nicht außerhalb von einem Feld benutzen, weil wenn ich jetzt drücke, passiert nichts. Wenn ich jetzt drücke, gieße ich. Okay, okay, okay. Nichts passiert. Ja, das dauert. Ein bisschen länger warten, sagst du? Klar, warum nicht? Wie viel länger ist länger? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob aus Samen Gemüse wird. War es doch nur ein Märchen? Ach, Kopf hoch, Kumpel. Komm, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Tag 2 ist bestimmt so eine magische Bohnenranke rausgekommen. Du kannst nichts dafür, Kumpel. Morgen holen wir mehr Nahrung. Was soll's? Versuchen wir es morgen nochmal mit dem Buch, ja? Das ist die richtige Einstellung. Wattengrinsen, ne? Schöne, graue, braune Zähne. Ach, denk dran, deiner Mutter die Kartoffeln zu bringen. Warum wirkt die Textur des rechten Hauses so viel schlechter als die des linken Hauses? Ja, weil wir wohnen halt im Besseren. Willkommen zu Hause, Let's Play Markus. Gib deiner Mutter die Kartoffeln aus dem Rucksack als Geschenk. Die Sachen werden im Rucksack aufbewahrt. Öffne den Rucksack mit Y. Sortiere Gegenstände im Rucksack nach Kategorien mit X. Umso größer dein Rucksack ist, desto mehr Gegenstände kannst du gleichzeitig tragen. Nimm Gegenstände, die du verschenken möchtest, im Rucksack und halte sie. Bereiche einer Person ein Geschenk mit A. Also manchmal läuft es flüssig, in Häusern läuft das Spiel deutlich besser. Das kann man auch schon mal bilanzieren. So, hi. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Hast du die Kartoffeln? Mit welcher Taste? Jetzt bin ich der Blöde. Minus, plus, Stick drücken. Ah, es war Y. Gut, sorry. New. Ja, so viel Nährwert haben die. Eine große Runde Kartoffel kann in eine Vielzahl von Gerichten verwendet werden. Gelände, Jahreszeit. Halten, essen, halten. Gameplay-technisch ist bis hierhin alles im grünen Bereich. Oh, danke schön. Die sehen echt lecker aus. Schau nicht so traurig drein. Du kannst morgen wieder nach neuem Gemüse suchen. Du versuchst angestrengt, welches zu finden. Ich bin sicher, dass du das eines Tages wirst, Let's Play Markus. Du hast sicher Hunger, oder? Essen wir zu Abend. Alle 4 Kartoffeln. Wo ist denn jetzt das andere? Die haben anderes Gemüse auf dem Teller gehabt. Hey, du haust rein wie immer. Es ist genug da für einen Nachschlag, nur nicht schüchtern. Ich sag das, weil die ja sich so anstellen, als hätten die noch nie anderes Gemüse außer Kartoffeln gesehen. Hey, soll schon gehen. Du musst hundemüde sein. Warum gehst du nicht ins Bett? Schlaf im Bett bis zum nächsten Tag mit A. Im Schlaf hältst du Ausdauer zurück und verlierst negative Statuseffekte. Paralyse. Okay. Jetzt musst du für die Magic irgendwas bringen. Ein Traum oder eine Vision oder... dass irgendwas Magisches beim Brunnen passiert. Ja, ist es jetzt ein Traum oder sind wir wirklich aufgestanden? Das ist die Frage. Die hilft. Vita! Erstaunlich! Eine Saat ist aufgegangen! Ich kann's kaum glauben! Hallo? Oh, kannst du mich etwas sehen? Ah, verstehe, du bist derjenige, der die Samen gepflanzt hat. Dann dank dir wurde ich wieder erweckt. Ich bin dir so dankbar. Sag, wie heißt du? Ich bin Let's Play Markus. Abonnier mich auf YouTube und follow mir auf Twitch. Let's Play Markus, ja. Hoho, ja, ich werde dir followen. Mein Name ist Rita. Ich bin der Erntewichtel des Lebens. Du hast jemanden wie mich getroffen? Das muss einer meiner Art sein. Keine Angst, Leute. Kommt raus. Korrekt. Überrascht was? Wie sind die Erntegeister? Übrigens, Let's Play Markus, das führt dich zu so später Stunde hierher. Ah ja, das war das Licht, das während meiner Auferstehung erstrahlt ist. Übrigens, wenn er sich so stockhaft bewegt, liegt es daran, der Text scrollt ja so verdammt langsam. Wenn ich da nur mal drücke, ja, manchmal geht die Animation dann weg. Menschen sollten es eigentlich nicht sehen können. Wie es scheint, besitzt du geheimnisvolle Kräfte. Wenn es dem so ist, dann ist es eine göttliche Fügung. Oh, Let's Play Markus, willst du nicht meine Bitte hören? Lass mich dir zuerst das hier geben. Sieht
aus wie beim Monster Ranger, diese... diese Platten. Dieses Medaillon! Es gibt noch 5 weitere irgendwo auf der Welt. Ich bitte dich, die verbleibenden Medaillons zu finden. Was? Wenn du alle 6 zusammen hast, dann wird die Erntegöttin wieder erweckt. Tatsächlich ist sie mehr als nur ein Mythos, aber das fruchtbare Land dieser Welt ging verloren. Und mit ihr die Macht der Göttin. Sie glaubte jedoch, dass das fruchtbare Land eines Tages von schicksalhafter Hand wiedererweckt werden würde. Deswegen wurden uns die Medaillons anvertraut und in Erntegeister verwandelt. Sie verteilte sie dann in der Welt und verschwand. Aber sie sagte uns, dass sie, solange sie die Welt braucht, zurückkehren würde. Die Welt sie braucht. Und da du mich wiedererweckt hast, bin ich sicher, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Bitte hilf uns. Du willst uns wirklich helfen? Ich bin überglücklich. Ein Märchen? Ich versichere dir, die Erntegöttin ist äußerst real. Sie mag vor uns vielleicht nicht erscheinen, aber sie wacht über uns die ganze Zeit. Das überlasse ich dir, Let's Play Markus. Da war kein Punkt oder ähnliches. Erwecke die Erntewichtel auf der ganzen Welt, so wie du mich erweckt hast, und die Medaillons werden sicher folgen. Dann kannst du das fruchtbare Land wiederherstellen und die Welt reichlich Nahrung schenken. Genau, denk nur an all das Essen, das du haben wirst. Klingt das nicht wunderbar? Die Erntegeister werden dir sicher helfen. Ja. Ja, aber jetzt hau ich mich wieder aufs Ohr, ne? Was steht da? 1 Uhr Vormittag? VM Vormittag? Oder nicht Vormittag, sondern vor Mitternacht? Hoi, was zum... Let's Play Markus. Was glaubst du denn, was du um diese Zeit hier machst? Sei doch vernünftig. Ich verstehe kein Wort. Erntewichtel? Medaillons? Geht's dir gut, Kumpel? Mir war nicht klar, dass es heute so ein Schock war. Ich kann nicht behaupten, dass ich glaube, aber reichlich Nahrung klingt toll. Ach, was soll's, ich glaub dir. Und so entstand Pikmin 3. Was? Aber wenn du um die Welt reisen willst, musst du vorbereitet sein. Reisen, fruchtbares Land, Heureka! Ich habe eine tolle Idee. Ich wusste doch, dass ich ein Genie bin. Ich habe im Hand und Reben fertig. Geh du nur nach Hause und leg dich für den Rest der Nacht aufs Ohr. Bin mir gar nicht sicher, die Thematik eine Welt heißt doch, dass man reist in diesem Spiel. Also ein Teil 1 auf dem SNES hat nur seinen verdammten Hof, die Stadt und das Gebirge gehabt. Hey, Let's Play Markus, komm mal raus, ich muss dir was ganz Tolles zeigen. Genießen wir smooth, da war jetzt ein Ruckler drin, aber genießen wir größtenteils smooth 60 FPS. Hehe, es wäre toll, wenn du noch etwas anderes als Kartoffeln zu essen finden würdest. Dann los. Doc ist mir nicht geheuer. Ich sag's wie es ist. Ein Videospielcharakter, der mich jetzt nicht begeistert. Gleich wirst du Zeuge der Geschichte, Let's Play Markus. Also gut, nimm diesen Stromfresser und quetsche ihn so fest wie du kannst. Mach dich bereit zum Staunen. Ah. Stromfresser. Mach doch bessere Texturen dahin! Jetzt verdeckst du es, ne? Aus gutem Grund. Zam, zam, kabam! Damit hast du nicht gerechnet! Ich nenne es die Expando-Farm! Jetzt kannst du immer und überall eine Farm errichten. Mein Genie ist wirklich zum Fürchten. Komm her und lass mich dir eine neue, hochmoderne Expando-Farm vorführen. Das ist die Energiequelle deiner Farm. Ich nenne ihn Fünkchen. Tut mir leid, wirklich, dass ich über die Grafik so ein bisschen meckere. Ich finde ja, links das Modell und so das Hauptcharakter ist ganz okay und so. Aber manche Texturen, das sieht wirklich aus, auf dem N64 war das zuletzt so verwaschen. Ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr es auf Handy guckt oder so, vielleicht nicht schlimm, aber am PC könnt ihr dieses Q-Logo oder auch diese Maschine, diese blauen Kreisel da, warum sind die so unscharf? Ich meine, wir sind im HD-Zeitalter seit mindestens 10 Jahren. Das muss doch inzwischen... Fünkchen. Hallo, ich bin Fünkchen. Schön, dich kennenzulernen. Füttere ihn, um Energie für die Farm herzustellen. Füttere mich sofort. Ich verhungere gleich. Ist ja schon gut. Nur zu Let's Play Markus. Füttere ihn damit. Och, die guten Nahrungsmittel. Soll ich dem geben? Nicht schon wieder, Kartoffeln. Genug Jammer. Wir sitzen alle im selben Boot. Na gut. Wie viel Energie... Moment, nochmal zurück. Wähle einen Gegenstand aus, um Fünkchen zu füttern, Energie aufzuladen. Wie viel Energie ein Gegenstand Fünkchen verleiht, wird auf dem Informationsbildschirm des Gegenstands angezeigt. Punkt.
Also ich gehe mit Y drauf und halte die Kartoffel, um sie dir zu geben. Ich hätte nicht mehr halten müssen. Dann arbeite ich wohl ein bisschen. So, jetzt hast du ein bisschen Energie. Machen wir uns also an die Arbeit. Hör gut zu, Let's Play Markus. Das hier ist eine mobile Farm. Denk dran, sie braucht stets Energie, um zu funktionieren. Nein, so kannst du es nicht bewegen. Versuch doch mal Fünkchens Knopf zu drücken, Let's Play Markus, dann verstehst du, was ich meine. Ich weiß auch noch nicht, worauf was es hinausläuft, um ehrlich zu sein. Okay, das kann man jederzeit überall hin mitnehmen, okay. Siehst du das? Ein so großes Gebäude passt jetzt in deine Hand. Ganz einfach, oder? Du musst jedoch beim Aufbau ein paar Bedingungen einhalten. Du brauchst ausreichend Platz, um die Farm an einem Ort mit etwas fruchtbarem Land aufzustellen. Fruchtbares Land ist ertragreicher Boden, auf dem die Menschen vor langer Zeit lebten. Wenn du fruchtbares Land findest, aktiviere Fünkchen und errichte deine Farm. Du weißt nicht, wo du einen Ort findest, um deine Farm aufzubauen? Kein Grund zur Sorge. Fünkchen zeigt dir Orte, an denen du deine Farm aufbauen kannst, wenn du an ihnen vorbeikommst. Mach dir deswegen keine Sorgen, das lernst du schon, wenn du soweit bist. Jetzt kannst du deine Farm jederzeit aufbauen oder einpacken. Such dir nur einen guten Ort, um sie aufzuwerfen, und diesmal hat er automatisch gescrollt. Ich sehe, du willst sofort aufbrechen, aber du musst dich etwas ausruhen. Wie ich nach einer solchen Nachtschicht. Außerdem musst du deiner Mutter Bescheid sagen, oder? Eine Reise so plötzlich? Hehe, du hast es dir in den Kopf gesetzt. Du hast nie aufgegeben, da draußen nach neuen Gemüse zu suchen. Ich verstehe, du wirst mir fehlen, aber das ist etwas, was du tun musst. Du hast meine volle Unterstützung als deine Mutter. Und ich werde jetzt verhungern müssen. Ich weiß, dass du jede Menge tolles neues Essen finden wirst. Nun denn, es ist an der Zeit, Abendessen zu machen. Vergewisse dich, alles aufzuessen, damit du für morgen gestärkt bist. Die Kartoffeln, die du mir gestern gegeben hast, sind alle verbraucht. Kannst du mir neue besorgen? Es wäre toll, wenn du neben Kartoffeln etwas anderes zum Essen finden könntest. Es ist in Ordnung, du warst immer fleißig auf der Suche. Ich bin mir sicher, dass du heute etwas anderes zum Essen finden wirst. Ist das so? Hey, was ist mit dem Samen geworden, die du gestern gesät hast? Ich bekam kein Auge zu, da ich an sie denken musste. Behalte sie im Auge, lass mich wissen, ob sich was ändert. Heute gibt's Rüben! Die Minikarte in der unteren rechten Ecke des Bildschirms zeigt die nähere Umgebung. Das glaube ich dir sofort. Hier auf der Oberwelt ist es nicht ganz smooth, keine 30 FPS leider. Auch so aussprechen, wenn es so ist. Es war schwierig, es rauszuziehen, möchte ich auch nochmal gesagt haben. Ja und, muss ich nicht nochmal gießen? Nee, aber Freunde, wenn man von Grafik absieht, muss ich das überhaupt jetzt tun? Oder war das jetzt nur einmal? Ich glaube, Rüben muss man immer wieder neu pflanzen, wenn das so war. Zumindest früher war das auch so. Tomaten oder Mais, die sind immer nachgewachsen. Aber Rüben waren die, die am schnellsten wieder weg waren, auf jeden Fall. Oh, Let's Play Markus, was ist das? Ich glaub's nicht, du hast neue Nahrung für uns gefunden. Haha, ich bin ein toller Hecht. Man nennt das Rübe, sagst du. Verstehe, ich werde versuchen, mir das zu merken. Also gut, dann lass uns das jetzt essen. Es wird sicher eine Weile dauern, bevor wir so zusammen essen können. Ich frage mich, wie dein mitgebrachtes Gemüse wohl schmeckt. Heute gibt's Rüben. Morgen steht ein großer Tag für dich an. Heute solltest du früh schlafen gehen, damit du für deine Reise fit bist. Also die Story... Endlich ist die Zeit gekommen, da du allein aufbrichst. Das ist schon ein Schock, aber ich bin sicher, dass alles gut werden wird. Denk immer daran, deine Mutter glaubt an dich immer. Die Story, dass die Leute nicht wissen, was verschiedene Gemüsesachen sind, die finde ich schon ein bisschen blöd. Man hätte lieber sagen können so, oh, eine Rübe, die habe ich ja schon ewig nicht gesehen, die wachsen ja gar nicht hier, aber so, dies bezeichnest du Rübe, das finde ich leider ein bisschen albern. Hihi, du bist überrascht, nicht wahr? Ich habe den Rucksack vergrößert, als du geschlafen hast. Befülle ihn mit jeglichem Essen, das du findest. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu hören, Let's Play Markus. Der Artikel in deinem Rucksack hat sich erhöht. War jetzt nicht so, als ob der schon aus allen Nähten geplatzt ist.
Ja, ich soll ja irgendwo mal hin. Sehen wir davon noch was? Guten Morgen, Let's Play Markus. Oh, hier ist noch etwas für dich. Technik. Dies ist das Dockpad. Es ist ein Farm-Konfigurator und eine Möglichkeit, mit mir zu sprechen. Du verstehst es, wenn du es ausprobierst. Es ist genauso toll wie ich. Gern geschehen. Solange du es verstehst, wie auch immer, ich stehe voll und ganz hinter dir, Let's Play Markus. Geh und finde all die Köstlichkeiten, die diese Welt zu bieten hat. Oh, bevor ich es vergesse, in meinem Haus kann ich allein nette Dinge für dich herstellen. Also denk dran, ab und zu vorbeizukommen. Na dann, gute Reise, Kumpel! Ich bin nicht dein Kumpel. Aber das ist die große Frage, die ich mir halt stelle. Option, Kalender, Rucksack, Freundschaft, Karte, Speichern, Kontostand. Okay, macht Sinn. Und das ist der alte Doc. Freunde gewinnen, Aufgaben zu erledigen. Aha. So, und überall kann ich quasi mein mobiles Dingensbummens aufbauen. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Die Umsetzung mit Doc und dieser Technik passt nicht so zum Setting, finde ich. Optionen bestehen nur aus den Lautstärke-Einstellungen. Auf geht's! Auf zu neuen Ufern! Lass du mich nicht so viel reden. Ach ja, ich hab den Felsen, der den Weg versperrt hat, beiseite geräumt. Jetzt können wir die Welt bereisen. Gehen wir und erwecken die Erntegöttin wieder zum Leben. Wenn du einen Erntegeist findest, schenkt er dir einen Samen. Die Art hängt von den verschiedenen Umständen, wie Jahreszeit und Datum ab. In der Erntegeisterliste siehst du, welche Erntegeister du bis jetzt gefunden hast. Der Standort der Erntegeister, die du von der Liste auswählst, wird dir auf der Minikarte angezeigt. Kartoffelsamen. Abwechslung ist alles, da liegen Nüsse. Jetzt fängt es eigentlich an, interessant zu werden. So, das kann ich nicht zertrümmern, weil ich noch keine wichtige Objekte. Ich habe... What? Knettier. Ich habe keinen Hammer oder was auch immer man braucht, um die Felsen zu zerdeppern. Aber hier kann ich offensichtlich Sachen anpflanzen, deswegen werde ich bestimmt hier das mobile Dingensbums aufstellen, ganz genau. Land, auf dem du deine Farm erweitern kannst, ist mit dem Fünkchen-Symbol markiert. Erweitere deine Farm mit dem Fünkchen-Symbol A-Knopf, danach sinkt Fünkchens Energie wieder auf Null. Was sagt ihr zu der Idee? Also vom Gameplay her bestimmt nett. Nette Idee. Andererseits hätte ich es besser gefunden, wenn man gesagt hätte, man baut sich das jetzt hier wieder auf. Ne, du hast die Nacht durchgearbeitet und jetzt steht hier dein Stall. Ein Stall für Vieh und Hühner. Vergiss nicht ihre tägliche Pflege. Du kannst Tiere kaufen, sie im Stall aufziehen, striegle und füttere sie täglich. Zum Grasen rausschicken, haben wir jetzt ja noch nicht. Ja, ihr seht, dass die Partlänge. Ich sag ja, man kann in den ersten 30 Minuten nicht viel erreichen, aber für den ersten Blick. Grafisch, schwach. Ne? Also gerade so Texturen. Das ist vor allen Dingen eine Sache, so eine Textur hier. Das siehst du halt immer, ne? Es gibt ja viele Spiele, die sind verdammt groß. Und dann solltest du halt auch, dann ist es, naja, irgendwo wenigstens nachvollziehbar. Nicht verzeihbar, sondern nachvollziehbar. Wisst ihr die Grafik von Resident Evil Village, was demnächst erscheint? Wollen wir das vergleichen oder nicht? Und wenn du hier im Stall doch sowieso immer mal wieder bist, dann machst du da einmal eine vernünftige Textur hin und der Fisch ist rasiert. Es würde wohl Leute geben, die nicht, ich sag mal, GameCube PS2-Zeitalter leben. Ansonsten finde ich es auch ein bisschen leer, aber das ist rein grafisch. Das Setting mit der Technik und dem Dog finde ich an für sich, kann ich jetzt Unkraut jäten? Okay. Finde ich an für sich, ja, vom Gameplay her interessant, aber so vom Setting gefällt mir das noch nicht so ganz, muss ich gestehen. Okay, jetzt habe ich Ausdauer, ist klar, man kennt's, oben. Wer bist du denn? Wenn zwei Augen sich treffen, kommt es zum Pokémon-Kampf. Oh, schönen guten Tag, Junge! Hi. Ich habe dich hier noch nie gesehen, bist du auf Durchreise? Ja, ich wohne jetzt hier, ne?
Du reist also um die Welt auf der Suche nach Zutaten, welche Überraschung. Einen Jungen wie dich zu treffen, ist eine Fügung des Schicksals. Wie wär's, wenn wir ein bisschen übers Geschäft reden? Ich beschaffe Waren, musst du wissen. Ich mache in den verschiedenen Dörfern Geschäfte und agiere als eine Art Mittelsmann. Sag Bescheid, wenn du Interesse hast. Okay. Wie schon gesagt, agiere ich als Mittelsmann. Mittelsfrau? An den verschiedenen Orten, aber manchmal ist es schwierig, die nötigen Güter zu beschaffen. Wenn du also etwas, was dir in die Hände fällt oder was übrig ist, in die Lagerkiste tun könntest, wäre toll. Jeden Morgen um 6 Uhr sammle ich die Gegenstände, die du dort ablegst, ein und gebe dir Geld dafür. Ich erhalte die Waren, du verdienst etwas Geld. Ein gutes Geschäft für uns beide. Und keine Sorge, ich nehme nichts, ohne dafür zu bezahlen. Ich habe auch meinen stolzen Händler, weißt du? Sag mal, denn zu Hause ist mobil, oder? Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Trotzdem werde ich das, was du mir gibst, abholen. Pfadfinder-Ehrenwort. Hey, du hast ganz recht. Wir Händler spielen in unserer eigenen Liga. Also, bist du an dieser kleinen Partnerschaft interessiert? Es ist ganz einfach, oder? Also haben wir eine Abmachung. Also gut, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Das ist ja ganz klar, ne? Versandbox, ne? Alles, was du so gezüchtet hast. Rein damit, um das Geld zu bekommen. Ich denke, ja, das ist selbsterklärend, ne? Das ist selbsterklärend. Also gefühlt gibt es hier viel zu entdecken. Ne? Das muss ich auch einfach mal sagen. Auch ein Dörfchen. Guck mal, das Dörfchen ist da. Da kannst du Kühe kaufen. Ich muss ja... Ja gut, Samen? Kriegt die Samen wirklich nur durch die Erntegeister? Weil normal kauft man die doch, oder? Was ist denn das? Let's Play Markus. Die Tiere sehen ja nicht so gesund aus wie die in dem Buch. Ja, du hast recht. Was hast du hier zu suchen? Was habe ich getan? Herrje, wird furchterregende Gestalt ist nur aufgetaucht. Verdammt, Benny, hast du wieder jemanden erschreckt? Aber ich... Entschuldige, Hunde, die bellen, beißen nicht, das schwöre ich. Und wer genau bist du? Let's Play Markus, wie? Ich bin Elia und das ist drüben ist Benny. Willkommen im bescheidenen Callison. Entschuldige bitte den Schreck. Die meisten von uns bewirtschaften das weitläufige Land, in dem unser kleines Dorf liegt. Benny ist Viehzüchter. Aber nicht mehr lange, wie es aussieht. Schaut euch mal um, die Kühe sind krank. Und den Ziegen und Hühnern geht es nicht viel besser. So kann es nicht weitergehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis... Nein, Benny, du darfst die Farm nicht aufgeben, hörst du? Das will ich doch gar nicht, Elia. Aber was bleibt mir denn anderes übrig? Ach, Benny... Du hast Interesse an den Tieren, wie ich sehe. Du ziehst selbst auf, hm? Kannst du sie irgendwo unterbringen? Ach, man kriegt die instant. Wirklich, dann komm mal mit. Soll ich die quasi gesund machen und ich habe dann quasi Startertiere? Man bekommt die relativ spät, zumindest nicht ganz am Anfang. Da geht's erstmal ums Gemüse züchten. Zuerst muss man ihre Boxen säubern. Ist lästig, aber einer muss es ja tun. Immer alles schön sauber halten. Sauberkeit ist das A und O für einen Viehzüchter. Hier, nimm die Mistgabel. Mit der Heugabel kannst du Stall reinigen. Ein dreckiger Stall steigert den Stress der Tiere. Kompost kann ebenfalls als Dünger für Feldfrüchte verwendet werden. Zuerst muss man die Boxen säubern, ist lästig, aber du musst es machen. Tatsächlich. Okay. Ach so, einfach dorthin und dann drücken. Ich denke aber, ich muss erst den Gegenstand auswählen. Nach dem Saubermachen ist Zeit zum Füttern. Gib das Futter in den Behälter. Befülle einen Futtertrog mit Tierfutter. A-Knopf. Hast du kein Tierfutter? Kannst du nicht befüllen. Ich erinnere mich, als ich das Harvest Moon für 3DS, dieses Minecraftige, gespielt habe. Da haben wir relativ schnell alles angepflanzt und waren dabei und dies, das. Hier haben wir eigentlich nur Text, obwohl wir schon überzogen haben, aber eigentlich ist es recht kompakt erklärt bis hierhin. Wenn alle Tiere gefüttert sind, müssen sie gebürstet und dann noch gestreichelt werden. Es gehört auch zur Aufgabe eines Viehzüchters, Vertrauen zu seinen Tieren aufzubauen. Nur nicht schludern, Erste. Also es reicht, ja. Eine Kuh, ein Futter. Okay. Eieieiei. Ich will ja nicht meckern, ne, aber... Das war jetzt kein... Das ist jetzt kein starker Ersteindruck. Als nächstes zeige ich dir, wie man sich um jede Tierart kümmert. Da wären zunächst die Kühe. Man kann sie melken, um, naja, Milch zu bekommen. Aber nur erwachsene Kühe, versteht sich. Verschiedene Kühe können in unterschiedlichen Intervallen gewolken werden, also behalt das täglich im Auge. Melkentier mit A. Dass das alles so automatisch funktioniert, kann ich mir auf Dauer irgendwie kaum vorstellen, aber ja.
Lass uns ein wenig scheren. Wenn das Fell der Tiere lang wird, scheren wir sie, um Wolle und dergleichen zu erhalten. Das Fell wächst bei diesen Tieren unterschiedlich schnell, deswegen schaut es jeden Tag nach. Du kannst natürlich nur die erwachsenen Tiere scheren. Immer hübsch dran denken. Das sind ja viele Aufgaben. Jetzt auf einmal das Schaf gespawnt. War das jetzt? Ah, jetzt. Aha. Kein Bedarf. Nimm das auch. Du brauchst es für die Tiere. Danke. Du hast eine Bürste von Benny erhalten, außerdem eine Mistgabel, Melker und eine Schere. Keine Sorge, das sind nur ein paar Ersatzteile. Sobald die Farm außer Betrieb ist, brauche ich sie nicht mehr. Sie werden dir mehr nützen als mir. Verdammt, du darfst die Farm nicht aufgeben. Bis später. Warte mal, Benny. Mach's gut, Let's Play Markus. Man sieht sich. Ich kann nichts drücken. Das hat aber lang geladen. Ich dachte kurz, es wäre mir abgeschmiert. Tut mir leid. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ne? Hilft ja alles nichts. Wie gesagt, man kann nicht viel draus repräsentieren. Unweigerlich, muss man sagen, technisch schwach. Ne? Ist ja vollkommen klar, technisch. Für heutige Verhältnisse 2021 muss man sagen, technisch unter aller Sau. Guck mal, Fische. Aber ich traue dem Spiel zu, dass es funktioniert. Vielleicht hat es einer von euch gezockt und kann seine Langzeiterfahrungen mit uns teilen. Ob da doch noch was taugt, ist es eine nette Idee, dass man ja quasi, ich sag mal, viele Orte bereist und so. Und man wird direkt mit allem vertraut gemacht. Also wir können jetzt eigentlich theoretisch. Aber dass man auch so viele Sachen hat, dass man scheren muss und bürsten und sowas. Ja, es geht alles schnell. Mir fehlt so eine Renntaste, um ehrlich zu sein. Deswegen, ich will das Spiel jetzt nicht verfluchen. Technisch schwach, aber wenn es Spaß macht. Nichtsdestotrotz gucken wir uns direkt im nächsten Let's diesen weggespawnt. Manches verstehe ich auch einfach nicht. Gucken wir uns im nächsten Let's Test dann schon morgen vermutlich Story of Seasons, das neue an, von den echten Harvest Moon Entwicklern. Ja. Und vielleicht hinterlässt es einen besseren oder schlechteren Ersteindruck. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Daumen, bis dann und ciao.